Kilierschrein, vierter Stock. Endbosse und Altare. Auf. Ah. Hi. Ich versteck mich. Ah! Wenn die Hände vom Körper wechseln. Ah. Also so. Au! Wow, der macht aber heftig. Und Feuer interessiert ihn nicht, das wehrt er ab. Und so? Nee, interessiert ihn auch noch nicht. Schauen wir mal, wie bringe ich ihn dazu? Genau so bringe ich ihn dazu, die Hände vom Körper wegzumachen, aber das war nicht, nicht ganz so wie gewollt. Jetzt Feuerbälle. Ah, hab die Hand getroffen. Aber ich glaube, die Feuerbälle bringen mir nicht so viel bei dem hier. Ich benutze besser diese Abwehrkraft, würde ich sagen, oder? Hält aber nur 20 Sekunden. Vielleicht hilft es mir doch mehr, wenn ich die Heilmagie benutze, denke ich. Dann habe ich wohl mehr unterm Strich davon. Das heißt, ich muss normal mit ihm tanzen. Nein, nee, du sollst doch die Hand hauen. Au. Au! Und wenn ich abwehre, was macht er mir dann? Dann macht er mir nichts. Okay. Immerhin, ich kann mal wirklich abwehren. Na los. Ah. Nicht so, heilen wir uns mal. Tüdelum. Zwei Energiecontainer voll, alles klar. Na, ach, jetzt wollte ich gerade zuhauen. So, aha, die Hand getroffen. Ach Gott, zieht der. Oh, scheiße, mein Mann ist schon leer. Dann muss ich wohl Kräuter fressen. Frische Kräuter. Bring mir. Oh, Haufen Leben. Vielleicht war da sogar Overheal dran. Na, los. Na. Oh, eine Hand ist weg. Oh, herrlich. Beide Hände sind weg. Okay, Kamera, dann. Au. Nein, auf. Also, ich war gerade verlangsamt irgendwie. Jetzt so schön hinten reinhauen. Ah, so nimmt der Schaden. So ist recht. Okay, erster Energiecontainer weg. Autsch. Das funktioniert so. Schleuder mich halt quer durch die Welt. Und zweiter Energiecontainer weg. Komm her, versuch mich zu rammen. Komm. Na los, sei mutig. Sei keine Pussy. Na los. Na. Och, komm mal her. Na. Dann halt nicht. Jetzt? Immer noch nicht. Ich muss schon sagen, wenn die Hände erstmal weg sind, kann der irgendwie nichts mehr. So kommt es mir zumindest jetzt vor. Armes Ding irgendwie. Naja, ihr wisst ja, keine Arme, keine Kekse. Du hast Boldrang besiegt. Boldrang? Hieß der so? Hat der nicht einen anderen Namen gesagt? Du scheinst Macht erlangt zu haben. Hast ein Level bekommen. Oh, ein Strahl Sonnenlicht scheint durch ein Loch in der Decke, denke ich doch wohl, das durch das Beben entstanden ist. Oh. Die Spitze des Kilia-Schreins. Eon, geht's dir gut? Wurdest du verletzt? Ja, ein bisschen, aber ich hab's geheilt. Ist schon wieder gut. Ich hab Kräuter gefressen und so. Was war all der Lärm? Ich hoffe, dass diese Wände nicht einstürzen. Ich habe außerhalb des Kilia-Schreins auf dich gewartet. Plötzlich habe ich etwas Böses um mich herum lauern gefühlt. Dann kam Laramé, mich zu retten. Ach, übertreib nicht. Ich bin einfach nur hierher gekommen, um dich auf Befehl des Ältesten hinzufinden. Ich hätte nicht gewusst, dass ich so hoch klettern müsste. Ich bin erschöpft. Ist das der Altar der Geister?
Der ist zu unheimlich. Lass uns gehen. Asia, leg deine Hand auf das Zepter. Alles klar. Das Zepter projiziert die Stimme des weisen Zora. Der Vers des Windgeistes wird gesungen. Oh Aeon, ist das die Stimme meines Vaters? Was sagt er? Es muss der Liftvers sein. Ja. Ich muss den Vers selbst aufsagen, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe. Ich werde mein Bestes geben. Wenn unsichtbare Flügel hoch im Himmel fliegen, sich über Ozeane erstrecken und die Erde in fernen Ländern segnen, mit Ernte und mit irgendwas. Blühen menschliche Herzen auf und alle Dinge wachsen, alle lebenden Dinge wachsen. Es erhebt sich ein neuer Wind, der durch den Himmel weht. Und große himmlische Geister werden zum Leben zurückgebracht. Der Vers ist absolut scheiße. Das war jetzt gut. Sieht aber nicht ganz so aus auf den ersten Blick. Alles scheint in Ordnung zu sein. Gehen wir zurück in die Stadt. Aeon, was glaubst du, was mit Valos passiert ist? Vielleicht ist er schon nach Hause zurückgekehrt. Ich hoffe, du hast recht. Ich werde mal beim Ältesten vorbeischauen, wenn ich zurückkehre. Oh, direkt das Haus des Ältesten. Oh, Aeon, ich habe auf dich gewartet. Die Fähigkeit des Landes zu schweben wurde durch die Zeremonie des Windgeistes wieder erneuert. Aber, Valos, warum ist er allein in den Kilia-Schrein gegangen? Valos wusste, was als nächstes passieren musste. Dein Schicksal, die Zukunft des Kontinentes und sein Schicksal waren alle verbunden. Nimm dieses Beispiel, Aeon. Diese Blume wird bald austrocknen, aber ihr Leben wird trotzdem weitergehen. Valos ist seinem eigenen Schicksal gefolgt. Als Ergebnis daraus warst du dazu in der Lage, diese wundervolle, unglaubliche Tat zu schaffen, zu vollbringen. Alles, das passiert ist, ist aus einem Grund passiert. Ah ja, wir können nicht einmal ein einziges dieser Dinge verändern, ohne unser Schicksal zu stören. Wenn du älter wirst, wirst du beginnen, es zu verstehen. Du solltest nicht egoistisch sein und dich nur um die Leute um dich herum sorgen. Du musst darüber nachdenken, was das Beste für die ganze Welt ist. Valos hat das verstanden. Du bist hierher mit verwirrten Gefühlen gekommen. Geh nach Hause und denk daran, was Valos dir beigebracht hat. Es wird dir helfen, dich zu entscheiden, was du nun tun wirst. Alles klar. Erst schaue ich mal in deinen Topf. Ein Hühnchen. Vielleicht macht's gutes Abendessen. Finde ich klasse. Ja, die finde ich nicht klasse, die finde ich für den Arsch. So. Ich könnte jetzt Mana kaufen gehen. Ich bin in der Stadt allerdings... Nee, ich lasse es mal, denn ich gehe doch stark davon aus, ich werde gleich in eine zweite Stadt kommen und dort gibt es vielleicht einen besseren Shop. Gehen wir mal wieder zu Valos nach Hause. Wie uns so schön angeraten wurde. Ihr zwei geht auf einen anderen Kontinent, richtig? Ich komme mit. Ach, ich bin des Rumsitzens und Wartens müde. Wirklich? Ach, jetzt fühle ich mich besser, jetzt wo du mit uns mitkommst. Musst du immer so höflich sein, das treibt mich noch in den Wahnsinn. Oh, ja, tut mir sehr leid, Laramie. Oh, bitte, hör schon auf, dich zu entschuldigen. Aeon, ich war so besorgt. Ach, es tut mir leid.
Ach ja, Laramie, ich würde gern noch einmal vorbei, zu Hause vorbeigehen, ein letztes Mal. Könnt ihr zwei für mich am Erlim warten? Auf mich warten, ihr wisst schon. Hier werden wir wieder. Wieder ein neues Energiepack irgendwie hier rumliegen? Schön wär's ja. Nee, leider nicht. Ach, nee.